Konnichiwa, meine kinderlieben süßen Otomatomodachis und herzlich willkommen zu Heartful Boyfriend. Ja, vor ein paar Jahren habe ich das schon mal halbwegs gemacht, aber jetzt habe ich mir vorgenommen, zumindest ein ganz langen Part, also so ein Stundending. Ich glaube, ich versuche es ein bisschen schneller zu machen, das ist eine Stunde, ne? Aber ja, dass es ungefähr so kommt, dass wir es einmal durchgespielt haben. Ich habe mir die Charaktere auch angeguckt. Nochmal. Und ich würde eher den Lehrer oder den Ryota momentan bevorzugen, weil das, glaube ich, am einfachsten ist, tatsächlich. Und da würde ich mal sagen, wir fangen einfach ein neues Spiel an. Ja, es geht um Tauben, die tatsächlich auch menschlich am Anfang nur erscheinen, beim Kennenlernen, aber sonst nie wieder. Deswegen, damit die Entscheidung überhaupt leichter fällt, eine Taube zu wählen oder ein Vogel oder was weiß ich, was die alle sind. Gut. Neues Spiel, bitte. Sam Pigeon Nations Institute. Willkommen, Sam Pigeon Nation. Oder so ein Kack. Bitte gib mir deinen Namen ein. Kein Ding. Kimmel, was da nicht steht. Okay. Und. Fuck, das war falsch, glaube ich. Keine Ahnung, ich sehe es ja nicht. Da. So, ist Kuroda Kime japanische Reihenfolge korrekt? Denk schon, ja? Jojo, passt schon. Heartful Boyfriend verfügt über ein leistungsstarkes Visualisierungsmodul, mit dem selbst die vogelhaftesten Vögel beim ersten Kennenlernen als normale Menschen erscheinen. Wow, das ist ja wirklich leistungsstark. Leistungsstark wäre, wenn es die ganze Zeit so wäre, aber nein. Ah, gut, okay. Menschliche Porträts anzeigen. Natürlich, weil sonst ist es ziemlich schwer, mich zu entscheiden. Ja, bitte. Einstellung gespeichert. Finde ich gut. Sun Pigeon Nation. Eine Schule mit reichhaltigen Lehrplan und eben solche Ausstattung. Schon ein ganzes Jahr ist es her, dass ich mein normales Leben aufgegeben habe und durch dieses Tor geschritten bin. Nur das Ding, wir sind ein Mensch. Warum auch immer, dass wir die einzigen Menschen auf dieser Welt anscheinend sind. Keine Ahnung, irgendwie gibt's keine anderen Menschen, nur außer wir. Das ist so strange eigentlich, ne? Die Geschichte ist komplett strange. Also richtig dumm eigentlich, aber genau weil es so dumm ist, sollte man das zumindest mal gespielt haben, weil es richtig dämlich ist und das ist gut. Ich sollte hinzufügen, diese Schule ist vor allem für eines bekannt. Diese Schule ist Japans, nein, der weltgrößte Sammelplatz für die begabte Vogelwelt. Ob gefiederte Schüler die Künste, die Wissenschaften oder sogar Sport studieren möchten, alle kommen sie nach St. Pigeon Nation. Lehrer und Schüler sind eine bunte Mischung von Vogelwesen. Unterschiedlichste Herkunft und Art. Ich werde oft gefragt, warum ich hierher kam, obwohl ich kein Vogel bin. Tja, das weiß ich auch nicht, wirklich. Warum bist du überhaupt da? Das ist eine lange Geschichte. So in Eile? Bin ich gar nicht gewohnt von dir. Ryota! Normalerweise wärst du inzwischen schon eine Stunde lang fertig, Kime. Verschlafen? Der ist süß. Ich finde die knuffig. Er wäre auch momentan jetzt meine Wahl. Dieser Felsentäuber heißt Kawara Ryota. Unsere Freundschaft begann, da war er kaum aus dem Ei geschlüpft. Oh, wie süß. Er ist manchmal ein bisschen frech, aber sonst verantwortungsbewusst und nett. Musste mich heute ganz schön abrackern fürs Frühstück, aber ohne rotes Fleisch im Magen kann ich mich nicht entspannen. Was isst du denn? Was kannst du überhaupt essen? Es ist eine Vogelwelt! Das Leben als Jägerin und Sammlerin klingt schwierig. Ich würde dir gerne mal Frühstück machen, weil, weißt du? Ach, danke, Rio, du bist aber eine Taube! Oder Täuber, was weiß ich, was du bist. Kann gut sein, dass ich dich beim Wort nehme, falls ich sonst verhungern müsste. Danke, Ryota. Oh, es klingelt schon? Schnell, wir müssen zum Unterricht. Mir ist am ersten Schulstund zu spät zu kommen. Wäre echt nicht gut. Und Ryota zieht mich hinter sich her. Wie geht das? Erklär mir, sag mir mal, wie das funktionieren soll. Ein Mädchen, schätze mal, 1,60. Schätzen wir mal. Und ein kleiner Vogel, wie soll er sie ziehen können?
in die Schule hinein. Heute fängt ein neues Trimester an. Ich frage mich, was es für uns bereithält. Letztes Jahr musste ich mich erstmal eingewöhnen. Dieses Jahr sollte ich jede Menge Spaß nachholen. Hatte für Boyfriend die grandioseste Akademie der Tauben von Tauben und für Tauben. Und wir sind ein Mensch, warum sind wir da? Ja, gut. Ich glaube, wir sind in 2 bis 3. Ryota und ich gehen wieder in die gleiche Klasse. Alte Gesichter, neue Gesichter. Eine seltsame Spannung erfüllt mein Herz, als ich meinen Blick in die versammelte Vogelrunde schweifen lasse. Ich hoffe, wir werden uns alle vertragen und ich wünsche uns, dass wir viele schöne Erinnerungen sammeln. Oh, und da ist der Lehrer! Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Nanaki Kusaki. Ich scheine dieses Jahr Ihr Lehrer zu sein. Mein Spezialgebiet sind Mathematik und Physik. Und sonst noch einiges. Herr Nanaki, wachen Sie auf! Sie stehen vor Ihrer Klasse! Herr Steffen mit offenen Augen? Der wäre auch noch eine Wahl, der sieht voll nett aus. Dieser Wachtelhahn ist Nanaki Kusuaki. Der Mathematikprofessor ist berühmt für seine narkoleptischen Anfälle. Die Gerüchte hatte ich gehört, aber dass er tatsächlich einfach so einschlafen würde? Als Mathematiker scheint er sehr bekannt zu sein. Was mal wieder zeigt, dass ein großer Verstand in jeder Form daherkommen kann. Das tut mir leid. Ist es nicht ein wenig warm hier drin? Ach übrigens, wir haben einen Austauschschüler. Bitte stellen Sie sich vor, Shirogane. Oh, man sieht einfach, wie arrogant dieser Vogel ist. So ein richtiges Arschloch. Wozu denn das? Ich sehe keine Veranlassung, zu gewöhnlichem Volk zu sprechen. Glauben Sie ja nicht, ich sei hier, weil es mein Wunsch ist. Nun ja, so viel dazu, schätze ich. Hey, 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 so geht das nicht. Aber er möchte sich nun mal nicht vorstellen. Aber wir dürfen ihn nicht einfach die Regeln missachten lassen, Professor. Dann spricht das System zusammen und wir werden alle zu Kulaken und Dissidenten. Was auch immer das ist. Nun ja, wenn Sie das so sagen, könnten Sie uns wenigstens Ihren Namen nennen, Shirogane. Shirogane lebe Sakuya. Arrogantes Mistschwein. Dieser V-Stäuber ist also Shirogane Sakuya. Ach, das ist Lebel, lass mal weg. Auf sein Gefieder wäre jeder Vogel stolz. Er trägt seinen Schnabel ganz schön hoch. Andererseits hat man's nicht leicht als Austauschschüler. Ich hoffe, wir werden Freunde. Nein. Nein. Kam ich kreuzweise. Sakuya setzt sich. Seine Blicke durchbohren Ryota und mich wie Dolche. Ich glaube, dieser kleine Vogel will mir sagen, dass es Ärger geben wird. Schon Mittagszeit. Heute geht alles so schnell. Da fällt mir ein, ich hatte diese Bücher den ganzen Sommer lang ausgeliehen. Ich werde sie jetzt zurückbringen. Wo sind sie denn alle? Die Rezeption ist zwar besetzt, aber sonst ist so gut wie kein Schnabel da. Oh, ups, hoppala. Was habe ich gemacht? Oh mein Gott. Ach so. Hä? Sieht mich da irgendjemand an? Wahrscheinlich bilde ich mir das bloß ein. Oder auch nicht. Da steht ein Trauertäuber in einer dunklen Ecke und starrt zu mir herüber. Trauertäuber sind in Japan eher selten, aber in Amerika scheint es sie überall zu geben. Wolltest du irgendwas von mir? Er schaut weg. Nicht wirklich. Ich bin ziemlich sicher, dass er es war, dessen Blicke ich gespürt habe. Sonst ist auch hier niemand. Bist du sicher? Ja, von dir will ich nichts. Aber das, was du dabei hast, interessiert mich. Er schaut auf den Tisch, als wolle er sagen, jetzt beeil dich und gib sie endlich ab.
Sorry. Die waren mir ein bisschen zu dick und ich habe sie nie ausgelesen. Hast du den ganzen Sommer darauf gewartet? Wortle schaut er wieder auf sein Buch. Ob er schlechte Laune hat? Ich bin Kuroda Kime. Ich bin im zweiten Schuljahr. Und wer bist du? Wer? Nagaki. Uchishiro Nagaki. Im ersten Schuljahr. Er sieht einfach traurig aus. Er sieht einfach so wirklich sad aus. Aber die Augen sind cool. Fushishiro Nageki, aha. Trauertauben sind ziemlich selten in Japan. Vielleicht ist es nur seine Stimme, aber er wirkt irgendwie traurig. Tja, er sieht auch so aus. Lass mich in Ruhe. Er liest wieder in seinem Buch. Okay, tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Heute gebe ich allen auf die Nerven. Das wäre erledigt, also werde ich wohl mal wieder ins Klassenzimmer gehen. Moment, ist das nicht? Man hätte dir sagen sollen, dass du mich in der Schule nicht ansprechen hast. Komm schon, Sakuya. Sagt man so etwas zu seinem eigenen Bruder? Nach all den Jahren? Mein Bruder? Du beliebst wohl zu scherzen. Du bist nie mein Bruder gewesen. Bitte, versuch mich nicht noch einmal anzusprechen, Entschuldigung. Ich habe keine Zeit für Kuckucksbrot. Das hatte wirklich viel Scheiße. Das ist bestimmt eine Beleidigung. Und jetzt muss ich los. Hey, jetzt warte doch. Ich schätze, selbst wenn wir nun in der gleichen Schule sind, was passiert ist, ist passiert. Ich wollte nicht lauschen, aber ich glaube, ich habe da gerade etwas Spannendes mitbekommen. Der extrem beliebte Trendsetter und Frauenschwarm Sakazaki Yuya ist Sakuyas Bruder? Was da wohl für eine Geschichte dahinter steckt? Hey! Du hast alles gehört, stimmt's? Bist du eine Freundin von Sakuya? Es tut mir leid! Ich wollte euch nicht belauschen. Kein Problem. Ich versuche ja immer sexy und charmant rüberzukommen, aber das war wohl gerade nicht sehr cool. No. Ich hasse diese Brille. Aber charmant ist er schon. Dieser V-Täuber ist Sakazaki Yuya. Gut, okay. Aus der Oberstufe. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen, aber er ist in der ganzen Schule berühmt, besser gesagt berüchtigt. Jeder hat schon von ihm gehört. Du bist Kime, richtig? Woher weißt du? Ich kenne alle hier, außerdem bist du der einzige Mensch. Die einzige Mohnblume im Roggenfeld. Und du bist also eine Freundin von Sakuya? Kann man nicht so sagen. Wir sind heute Morgen ziemlich aneinander gerasselt. Wir gehen in dieselbe Klasse, mehr nicht. Ich hätte nie gedacht, dass dieser arrogante Möchtegern-Aristokrat dein Bruder ist. Möchtegern-Aristokrat? Er ist ein echter Aristokrat. Waschecht, mit Haut und Federn. Ist er? Er ist ein bisschen nervig. Also viel Glück, mon ami. Adieu. Der Vogel ist tatsächlich adelig. Ich habe allerdings noch nie gehört, dass Yuya es ebenfalls wäre. Schon etwas verzwickt zu sein. Das war's für heute. Geben Sie gut auf sich acht. Yippie! Hä? Herr Nanaki, wo ist Ryota? Er sagte, er wolle zur Krankenstation. Vielleicht sollten Sie nachsehen, ob er noch dort ist. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, Ryota hatte schon immer einen schwachen Magen. Ich gehe lieber in die Krankenstation und sehe nach ihm. Verzeihung? Niemand da. Ich schläft niemand in den Vorhängen und der Doktor ist auch noch nicht da. Mein Jäger- und Sammlerinstinkt verrät mir. Es ist nicht ein Schnabel im Raum. Ryota? Keine Antwort.
Die Krankenstation ist leer. Sonderbar. Ob er schon hier heimgegangen ist? Macht mich etwas nervös, in diesen leeren Raum herumzuspionieren. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich bin noch nicht oft hier gewesen. Im Gegensatz zu Ryota bin ich kerngesund. Boah, die haben ja jede Menge Medikamente hier. Etipa, was auch immer. Triefe, auweia. Was bewirken die überhaupt? Möchten Sie es herausfinden? Doktor! Ich kann Ihnen alles Mögliche verabreichen, wenn Sie möchten. Nein, danke. Schon, wenn ich den sehe, kriege ich schon einen Schluck auf, ey. Dieser Repan ist Iwamine Schuh, der Schularzt. Er ist ein echt unheimlicher Typ und genießt bei den Schülern keinen besonders guten Ruf. Jeder weiß, dass man nur mit ihm sprechen zu brauchen hat und schon kriegt man einen Schimmelpilz, die Papageienkrankheit oder sogar noch Schlimmeres. Und ich habe ihn nicht mal zur Tür reinkommen hören. Ninja-Doktor? Sie sehen nicht aus, als hätten Sie einen guten Grund, hier zu sein. Brauchen Sie irgendwas? Ich habe gehört, Ryota Kawara aus der 2. bis 3. sei hier. Der ist schon weg. Oh. Warum ist er mich nicht abholen gekommen, bevor er nach Hause ist? Verzeihen Sie die Störung. Ich gehe dann mal jetzt. Shit. Oh, endlich raus aus dieser Höhle des Bösen. Ryota ist schon heimgegangen. Was mache ich jetzt? Oh, im letzten Jahr bin ich gar nicht dazu gekommen, einem Club beizutreten. Vielleicht sollte ich mir mal ansehen, was alles angeboten wird. Ich glaube, es gibt Baseball, Fußball, Leichtathletik, Kendo, Vogelzug, Vogelbeobachtung. Wie soll Vogelbeobachtung funktionieren, wenn die alle Vögel sind? War da nicht noch etwas? Naja, egal. Ich fange mit Leichtathletik an. In der Mittelschule hatte ich Lauftraining und es ist immer lustig, den Vögel beim Rumhüpfen zuzusehen. Ich glaube, der Clubraum ist im Erdgeschoss, irgendwo an der Seite. Draußen kriegt eine weiße Taube gerade einen Wutanfall. Gurre, gurre! Das ist doch kein Pudding für einen Mann! Gurre! Okko-san, lasst ihn zurückgehen! Das ist eine Lüge, eine üble Fälschung! Ihr hüpft auf einen zertrampelten Pudding herum. Das ist aber nicht sehr nett, den armen Pudding gegenüber. Hübsch. Das ist Okko-san. Er sieht nicht gerade so aus, aber anscheinend ist er ein V-Taube. War doch so, oder? Wie dem auch sei, er ist voll in Fahrt. Gurr! Man hat Okko-san schändlich getäuscht. Elende Betrug! Betrug? Gurr, gurr, gurr! Okko-san hatte angeordnet, dass Neuzugänge Pudding gereicht werden sollte. Gurr! Aber das hier ist auch kein Pudding! Geschmäht wurde er, verraten und verkauft, mit Füßen getreten von denen, in die er sein größtes Vertrauen gesetzt hatte. Das sagt er mit einem Gurr? Es ist zertrampelt und schmutzig, aber das Zeug unter seinen Füßen sieht aus wie ganz normaler, handelsüblicher Pudding. Was stimmt denn nicht damit? Gurr, gurr! Sperre dir den Horn, junge Dame! Okko-san setzt Schwingenangriff ein. Er ist super effektiv. Gurr! Sie werden den Tag bereuen, dass sie Okko-san verärgert haben. Er lässt sie ausbrechen, Hergrund bei dem Morgengrauen erschießen. Ja, das tut er. Ach du Scheiße. Gurr! Okko-san muss jetzt trainieren, um warmen Pudding zu erhalten. Leb wohl. Gurr! Und weg ist er. Er ist ein guter Läufer, aber was hat den Pudding mit der Leichtathletikmannschaft zu tun? Keine Ahnung. Und so endet der Tag eines meines 2. Trimesters in Sun Pigeon Nation. Gurr! Ich denke, wir wollen heute den Klassenrat wählen. Wie Sie alle wissen, ist es an dieser Schule nicht Pflicht, an
ein Amt zu übernehmen oder einen Club beizutreten. Sie können es tun, wenn sie möchten, aber wenn nicht, dürfen sie nach der Schule nach Hause gehen. Okosen hat nur Zeit für die Leichtathletikmannschaft. Das ist gut. Was ist mit Ihnen, Shirogane? Törichte Frage. Ich habe bereits eine Position hier. Ach ja, richtig. Sie wurden bei Ihrer Aufnahme in der Schule ja Schülersprecher. Klappter Nepotismus! Wird denn hier nicht gewählt? In die Schule zu gehen reicht mir vollkommen. Du musst dich ja ganz allein um deine Mutter kümmern und so. Was ich wohl machen sollte? Ich mach mit. Ich will aber nicht bei dem Arschgesings. Aber anscheinend sollte ich das tun, ne? Weil Leichtathletik, ich habe keinen Lust auf diesen Und beim Bibliothekpersonal ist dieser komische Typ, der mir Angst macht. Ach, komm. Scheiß drauf, wie man's. Jetzt hätten wir alle, nicht wahr? Viel Spaß. Ich habe mir beschlossen, dass wir den Lehrer machen. Einfach nur als Prinzip. Heute ist Wahlfachtag. Was auch immer das ist. Was soll ich machen? Ich wähle. Weil wir ja den Lehrer nehmen und er Mathematiker scheiße ist, werden wir einfach Mathematik machen. Herr Nanaki ist wieder mal eingenickt, aber der Unterricht war trotzdem irgendwie gut. Ich fühle mich schon viel schlauer. Kima ist aufgestiegen. Wissen erhöht um 5. Geil. Naja, gut. Schön. Ich mach bei 40 mal eine Pause oder so. Ich war ziemlich sicher, dass ich da rein wollte, aber was genau macht ein Schülerrat doch gleich? Wir haben die Abstimmung übersprungen und ich glaube, nur Sakia und ich sind beteiligt. Auf jeden Fall hat er eine Ratssitzung einberufen. Also gehe ich zum Schülerratskonferenzraum. Super, ich freue mich jetzt schon. Das sieht ja aus wie das Büro eines Firmenchefs. Selbstverständlich. Glaubst du, ich gebe mich mit weniger zufrieden? Hallo, Sakuya. Also, alles erledigt? Dieser Raum war unglaublich schmutzig. Eher was für Dreckspatzen als für uns. Was für ein Großkotz. Hast du dich schon entschieden, welches Amt du übernimmst? Ich darf mir das selbst aussuchen? Wer soll es denn sonst für dich aussuchen, blöder Japaner? Bist du nicht auch Japaner, Sakuya? Beleidige mich nicht. Ich bin Franzose. Ein adeliger französischer Vogel. Klingt appetitlich. Ich schätze, das muss ich mir jetzt als ein Amt aussuchen. Ich glaube, ich wäre gerne... Schatzmeister. Das gibt's tatsächlich, aber ich habe keinen Plan, was das bedeuten soll. Bei den Animes gibt's auch so, also beim Schülerrat, bla bla bla, stellvertretender Schriftführer und Schatzmeister, was auch immer das sein soll. Was haben wir das zum Beispiel? Was auch immer das ist. Keine Ahnung, aber egal, wir nehmen einfach mal Schriftführer, weil ich habe keinen Bock, seine Vertreterin zu sein. Du kommst her und dann so einen Job anzustreben. Das ist nicht akzeptabel. Wo ist dein Ehrgeiz? Traust du dir selbst nicht mehr zu? Du hast auch mehr Rückgrat. Dann vielleicht stellvertretende Sprecherin? Wie besser? So gleich wie mich entscheiden können, Arschgesicht. Und so wurde mir das Amt der stellvertretenden Schülersprecherin genötigt. Sonst ist ja niemand mehr im Schülerrat, oder? Super. Eieiei, Karamba. Ah, zu Hause zu sitzen ist so entspannt. Das sieht nicht so entspannt aus. Hast du nicht wenigstens ein Haus? Oh, morgen ist ja Wandertag. Muss ich etwas vorbereiten? Wir gehen nicht weit. Es ist also nicht unbedingt nötig. Gesund zu leben ist das Wichtigste. Ich werde jetzt ein paar Udon-Nudeln essen und schlafen gehen.
Wow, das ist ja ziemlich gesund. Aber ich verstehe nichts unter gesundes Essen, von daher. Heute ist Wandertag. Wir machen gerade Rast auf einen Hügel. Mit wem unterhalte ich mich denn mal? Ich rede mit... Kazuaki-san, komm. Was ist denn, Kuroda? Die Rast ist noch nicht um. Ich wollte mich mit Ihnen unterhalten, Professor. Ihre Freunde sind doch alle hier. Möchten Sie nicht lieber mit Ihnen reden? Sie wollen sich nicht mit mir unterhalten? Nein, so habe ich das gar nicht gemeint. Sie sind ein komisches Mädchen, Kuroda. Warten Sie, ich habe doch gar nichts gesagt. Also halte ich ein Stäbchen mit Herrn Nanaki. Ob er irgendwie krank ist? Ich hoffe, es geht ihm gut. Heute ist Wahltag. Wir lernen natürlich immer, weil wir eine gute Schülerin sind. Ich habe es einmal gemacht. Ich habe ganze Zeit immer nur Musik gemacht. Tja, 2 Jahre voll die schlechten Noten. Nur das dritte war voll gut. Das kapiere ich überhaupt nicht. Also, ich bin ja auch in Mathe. Vielleicht sollten Sie das einmal einsehen. Finde ich mehr wie im Corona. Oh Gott. Ja, Professor. Das war nicht nett. Das war wirklich gemein. Oha. Aber gut, okay. Ich nehme an, Sie sind sich dessen voll bewusst, aber das Puffer steht praktisch vor der Tür. Bitte überlegen Sie sich, was Sie tun möchten. Schon Zeit für Sportfest? Wenn es im Herbst wäre, gäbe es Konflikte mit dem Kulturfest. Deshalb war es schon immer im Mai. Was willst du machen, Jutta? Ich habe mich noch nicht entschieden. Wahrscheinlich Dreibeinrennen. Irgendwer muss sich hier opfern. Okosan macht den Marathon. Ja, das tut er. Du bist ja auch sehr ausdauernd, Okosan. Was ist mit dir, Sakuya? Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich an einem Rennen teilnehme, oder? Es ist ja ein Sportfest. Gibt es eine Disziplin, bei der man nicht rennen muss? Wie wäre es mit Cheerleader? Ach du Scheiße. Ein Leader ist immer ein Anführer. Sehr gut, das könnt ihr mir überlassen. Hast du mal gegoogelt, was ein Cheerleader überhaupt macht? Ay caramba, oh Sakuya Boy. Aber gut. Ich glaube, das ist nicht, ignoriert mich. Und das Erste-Hilfe-Team ist auch immer unterbesetzt. Die könnten sicher Hilfe brauchen, falls noch jemand unentschlossen ist. Das war alles für heute. Jotun nimmt an Dreibeinrennen teil und so ein Kack. Okosan macht den Marathon und Sokyo ist Cheerleader. Julia kann das Erste-Hilfe-Zelt leiten. Was mache ich denn mal? Darüber muss ich nachdenken. Ich glaube, wir machen das Dreibeinrennen. Mir ist wirklich Ryota viel lieber als die anderen. Heute ist das Sportfest. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Was soll ich tun? Ich mache mit beim Dreibeinrennen. Wo, machst du bei uns mit? Wollen wir zusammenlaufen? Ich habe noch keinen Partner. Okay. Wie soll das funktionieren? Auf die Plätze, fertig, los. Ryota muss für uns beide laufen. Ein Vogel mit einem Primaten zusammenzustecken, war vielleicht auch keine gute Idee. Irgendwie haben wir es trotzdem auf den 2. Platz geschafft. Wir haben unsere Klasse Ehre gemacht. Cool. Das erste Hindernis für alle Schüler, die es bei hierhin schaffen, die Zwischenprüfung. Heute erfahren wir die Ergebnisse. Ich glaube, ich war nicht so gut. Kuroda? Ja? Sie waren fleißig. Machen Sie weiter so, dann haben Sie gar nichts zu befürchten. Sie könnten mich eines Tages übertreffen. Das würde ich gerne sehen. Also war ich wohl ganz gut. Cool. Und Herr Nanaki scheint auch mit mir zufrieden zu sein. Juhu! Heute ist ein guter Tag. Ich habe das Gefühl, ich leuchte förmlich. Was soll ich denn heute während der Pause machen? Hab noch Zeit. Ich gehe in. Wo wollen wir gehen?
In den Laden, Krankenstation, Cafeteria. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Das ist ja voll unfair. Also, wir könnten mal überlegen, den Laden, da könnten... Aber Krankenstation... Ach, weißt du was? Scheiß drauf, Alter. Wir gehen in die Krankenstation. Wir sehen den komischen Typen wieder. Das ist mir jetzt interessanter als der ganze Rest. Hi. Sie hassen mich. Ich weiß. Gucken Sie mich nicht besser an! Sie sind schon wieder. Sie schon wieder. Sind Sie krank? Eigentlich nicht. Wieso sind Sie dann hier? Ich bin hergekommen, um... Das ist mir sogar ziemlich lieber, du. Ich wollte nur eine Stunde Blaumar. Raus hier. Mit Lichtgeschwindigkeit rausgeflogen. Ich sollte mein Schulleben vielleicht etwas ernster nehmen. Heute ist mal wieder Wahltag. Ich frage mich immer, wofür die Mathematik, die wir hier lernen, gut ist. Und jetzt können wir eine Linie ziehen, die senkrecht zur... Halten wir hier Matheunterricht oder Mittagsschlaf? Heute ist das Tanabata-Fest. Bestimmt steht auch dieses Jahr ein Bambusbaum auf dem Platz. Ich glaube, ich gehe mir etwas wünschen. Dann lass uns was wünschen gehen. Wünschen ist toll. Ui, das sind aber schon viele. Ob jemand dabei ist, den ich kenne? May Mother's Day healthy this year and may my stomach get better. Also, dieses Jahr soll seine Mutter wieder gesund oder halt gesund bleiben und vielleicht sollte auch sein Magen auch viel besser gehen. Ryota. Morgens Konferenz um 10 am 10. 30 Minuten früher gehen. Noch einen Wecker kaufen. Möge ich rechtzeitig aufwachen. Nanaki. Mittwoch wird Müll abgeholt. The fuck? Was wünsche ich mir denn mal? Die Welt mit Gewalt zu erobern, insgeheim die Welt zu regieren, eine berühmte Künstlerin zu werden. Lass uns die Welt regieren, das macht Spaß. Ich wünsche mir, dass ich mit klugen Schachzügen an die Macht gelange und die Welt aus den Schatten regiere. Das ist ein Scheißwunsch. Oh, hallo, sind Sie das, Kuroda? Herr Nanaki! Sehen Sie sich vor, wenn Sie so spät nach draußen sind. Das kann gefährlich sein für ein Mädchen wie Sie. Entschuldigung, wissen Sie? Ich wollte gerade heimgehen. Soll ich Sie nach Hause begleiten? Da sage ich nicht mal nein, oder? Ja, bitte. Ja, bitte. Sehr gern. Herr Nanaki legt unterwegs ein Sonderschläfchen ein, aber irgendwann kommen wir dann auch an. Sie wohnen ja sehr rustikal, Kuroda. Ich habe es gern so. Es ist schön, einen Ort zu haben, an dem man sich zurückkehren kann, nicht wahr? Schön allerdings. Er wird ein bisschen traurig. Herr Professor? Bis morgen dann, vergessen Sie Ihre Hausaufgaben nicht. So geht er davon und das Echo seines Lebewurst klingt irgendwie hohl. Oder bilde ich mir das nur ein? Heute ist Wahltag, den Rest kennen wir schon. Und natürlich machen wir natürlich Mathematik. Professor, was wird die Integralrechnung uns im Leben nutzen? Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist. Also ich habe das bestimmt mal gemacht. Aber nicht...
diesem Wort? Schwer zu sagen. Möglicherweise überhaupt nichts, Kuroda. Wow. Aber nur Dinge zu lernen, die euch im Leben etwas nutzen, ist mühsam. Betrachtet es als Bildungsbonbon. Integralrechnung ist eine Bildungsbonbon? Da lachen ja die Hühner. Ja. Bisschen. Heute bekommen wir die Ergebnisse der Abschlussprüfung. Ich weiß nicht, ob ich so gut abgeschnitten habe. Kuroda! Ja? Gut gemacht, Sie sind sogar noch besser geworden. Weiter so. Ja, danke! Geschafft! Heute ist der letzte Tag schon am ein Trimester vorbei. Manchmal kam es mir kurz vor, manchmal unheimlich lang, aber wie auch immer, jetzt ist Sommer. Ich glaube, Sakuya sagte etwas davon, dass ich ihm helfen solle, den Sitzungsraum des Schülerrats aufzuräumen, bevor ich nach Hause gehe. Er ist immer sauer, wenn ich ihn warten lasse, also sollte ich mich beeilen. Hi, mein Best Friend! Du kommst zu spät! Ich bin so schnell hergekommen, wie ich konnte. Tut mir leid, Sakuya. Lass uns mit dem Saubermachen anfangen. Nun gut. Zuerst verschießt du die Regale und Sessel. Darunter ist es staubig. Okay. Als nächstes ist der Schrank dran. Sortiere die Akten nach Datum. Okay. Und dann den Boden. Poliere ihn mindestens dreimal. Und die Fenster. Momentchen mal. Sagst du mir gerade, ich soll das alles alleine machen? Wer ist denn sonst noch hier? Du Pfeife! Vielleicht soll ich mich mal wehren? Eigentlich hätte ich mich jetzt gewehrt, ne? Aber ich habe keinen Bock, mich mit dem anzulegen. Nee, vergiss es. Na gut, du kannst dich jetzt setzen oder jetzt da hinsetzen und mir sagen, was ich tun soll. Prima. Und so wird der Sitzungsraum des Schülerrats poliert, bis der Blitz und Funke wie im Licht von 1000 Sonnen. Ganz wie geplant. Und ich habe ein Spiel oder sein Spiel mitgespielt. Oh, weia. Dann machen wir mal kurz einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye, ciao ciao, sayonara und sadabotomodachis. I love you und bye bye.